Herzenbachholz. Zum Wohl! Herr Dickus, 20 Jahre Borotter Weinfest, ein Wahnsinnsjubiläum. Der Start hat gerade schon hervorragend geklappt. Das Wetter ist noch ein bisschen verhalten. Was erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer oder die Gäste jetzt hier auf dem St. Georgsplatz? Ja, wir haben ja gerade schon ganz viele Weinköniginnen erlebt, eine besondere Eröffnung. Das Weinfest an sich wird eigentlich so ablaufen, wir hoffen das jedenfalls, wenn das Wetter mitspielt, wie immer. Denn für uns ist das Weinfest ein Traditionsfest. Es wird uns oft gesagt, macht es größer, bringt andere Weinanbaugebiete, geht auf den Marktplatz. Nein, mit Absicht eigentlich so wie immer. Manche Feste, die leben auch davon. Und wir hören es von den Besuchern immer wieder, das ist gemütlich, das ist schön, wenn man sich trifft. Lasst es so auf dieser Atmosphäre auf dem Georgsplatz. Von daher, die Eröffnung hat etwas größer stattgefunden. Wir haben die Weinköniginnen eingeladen. Viele sind heute gekommen. Das ist natürlich noch heute Abend was Besonderes. Und der Rest wird hoffentlich so ein schönes, gemütliches Weinfest wie immer. Im letzten Jahr, kann ich mich erinnern, war hier eine Riesenbeteiligung, eine Riesenstimmung, ein super tolles Wetter. Public Affair hat hier den St. Georgplatz richtig gerockt. Also ist das was nur für Ältere oder würden Sie auch sagen, nein, auch die Jüngeren werden hier mit Sicherheit zu ihrem Recht kommen? Also so bin ich an die Sache auch rangegangen und wir haben gesagt, es muss auch mal Veranstaltungen geben, die für die älteren Mitbürger sind. Das ist freitagsabends oder gerade zur Eröffnung auch meistens so. Aber durch die Musikauswahl, aber auch durch diese Atmosphäre, wo viel gequatscht wird, wo man sich trifft, auch gerade in den Sommerferien trifft, ist das eine Veranstaltung geworden, gerade samstagsabends, wo Jung und Alt da ist. Wo vor allen Dingen auch Jung und Alt miteinander feiert. Also gerade Public Affair wurde erwähnt, die sorgen dann auch dafür, dass Schlager und Rock und Dinge, die man mitsingen kann, auch sich abwechseln. Und mittlerweile durchmischt sich das Publikum, auch sonntags, wenn es um die Wahl der Weinkönigin geht. Also Ferien-Event für alle. Noch eine private Frage. Sind Sie jetzt Biertrinker oder doch zum Weintrinker geworden? Ich bin generell Biertrinker, das wird sich auch wohl nicht ändern. Vielleicht ist das bei in Westfalen hauptsächlich so. Aber an diesen drei Tagen ein Wein, eine Weinschorle, soweit das im Rahmen des Dienstlichen möglich ist, immer gerne. Und jetzt gibt es dann ein Novum, und zwar ist auch die Wirtschaftsförderung und Stadtmarketinggesellschaft für die Cold Water Challenge nominiert worden. Eine Sache, die im Internet, auf Facebook und im YouTube überall aktiv ist. Da greifen die Weinkönigin zu den Schläuchen und sie sehen, die Mitarbeiter und Mitarbeiter einschließlich des Geschäftsführers werden pitschepatsche nass. Und das Publikum hat einen Wahnsinnsspaß hier beim 20. Borolter Weinfest. Herzlich begrüßen darf ich natürlich auch die amtierende Weinkönigin Karin die Erste im wirklichen Leben, Karin Schwers. Was war jetzt das Schönste an der ganzen Zeit? Das Schönste ist, glaube ich, hier einfach auf dem Weinfest gewesen, weil die tolle Atmosphäre, hier habe ich wirklich letztes Jahr und auch dieses Jahr wieder genossen. Der Himmel geht gerade auf. Wir hoffen, dass wir noch ein bisschen Sonne bekommen und die einmalige Atmosphäre hier genießen können. Ja. Ist jetzt Wehmut da? Sonntag 18 Uhr endet Ihre Amtszeit? Ich habe das Jahr genossen und natürlich ein bisschen schade, aber nee. Ich wünsche auch der zukünftigen Weinkönigin natürlich ganz viel Spaß und ja, ich bin gespannt. Ich freue mich auf Sonntag. Ja. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, was Sie nicht so ganz sehen können, aber die Karin trinkt heute keinen Wein, auch schon etwas länger keinen Wein, denn sie ist in anderen Umständen, erwartet dann ein Kind. Und ich denke, das ist auch eine wunderbare Sache. Ich sage einfach schönen Dank und ein letztes Wort an alle, die sich vielleicht bewerben wollen. Würden Sie denen dazu raten? Auf jeden Fall. Ist eine tolle Zeit und ist total locker, macht Spaß. Man trifft viele nette Leute, vor allen Dingen lernt man die Winzer kennen. Kann ich nur empfehlen. Jetzt haben wir ein Problem. Ich bin Biertrinker, immer nur Biertrinker gewesen. Also muss ich mir jetzt fachmännische Hilfe holen. Und da die diesjährige Weinkönigin Karin die Erste in anderen Umständen ist, habe ich mir die letztjährige einfach genommen. Und das ist die Anke die Erste, die Anke Sturm. Und die
probiert jetzt mit mir die Weine, die uns der Gerd Pfaffmann, der Winzer hier vor Ort aus der Pfalz, präsentieren wird und mit fachmännischer Unterstützung uns dann auch servieren wird. Herr Pfaffmann, 20 Jahre Weinfest Bocholt. Und Sie, seit wann sind Sie dabei? Von Anfang an, von der ersten Stunde. Und was sagen Sie über die Bocholter? Sind das jetzt typische Weintrinker, typische Biertrinker oder haben Sie die in 20 Jahren umerzogen? Also wir haben hier schon sehr viel Aufbauarbeit geleistet, glaube ich. Die Bocholter sind mittlerweile auch Weinkenner, wissen viel Bescheid über den Wein und trinken gern und regelmäßig Wein. Wir haben viele Kunden, die wir das ganze Jahr über beliefern auch. Anke, jetzt müssen wir loslegen. Dein Tipp generell, mehr lieblich, trocken, halbtrocken, wie ist so dein grundsätzlicher Geschmack? Also grundsätzlich würde ich sagen trocken. Trockener Weißwein im Sommer und trockener Rotwein im Winter. Und auch für mich als Biertrinker genau das Richtige? Ja, glaube ich wohl. Eher so Richtung trocken, allenfalls halbtrocken, aber lieblich auf keinen Fall. Los geht's. Herr Pfaffmann, was servieren Sie uns als erstes? Als erstes habe ich einen Blanc de Noir eingeschenkt. Ein Blanc de Noir ist eine Besonderheit unter den Weinen, weil es ist ein weißer Wein mit einem goldenen Glanz, der aber aus roten Trauben erzeugt wird. Die Trauben kommen in die Presse, der erste Saft, der abläuft, der hat nur ganz wenig Farbe und er entspricht am ehesten einem Weißwein. Er ist feinherb, das heißt zwischen trocken und halbtrocken und auch für Sie ein sehr guter Einsteigerwein, denke ich. Also ich gebe den Herrn Pfaffmann mal einfach recht, aber ich habe nichts verstanden. Aber ist egal. Jetzt lasse ich mal einfach den Geschmack auf mich zukommen. Also denn, das denke ich ist er. Zum Wohle. Zum Wohle, Anke. Jetzt geht's los. Er mundet gut. Ist ein anderer Geschmack wie Bier, aber muss ich sagen, doch. Es ist auch kein Schaum drauf. Das ist richtig, ja. Er perlt wunderbar. Wie schmeckt er dir, Anke? Also super. Es schmeckt wirklich richtig gut, schön weich. Also ist sehr angenehm im Geschmack. Also ich merke schon, also bei mir sackt der schon ganz schön gut runter und gut, ich war jetzt den ganzen Tag unterwegs, meine Größe ist auch nicht allzu groß, also der wirkt vielleicht stärker, aber ich glaube, so ein Wein, Herr Pfaffmann, der ist auch richtig, der hat was intus, ne? Wein ist gehaltvoll, Wein hat meistens um die 12 Volumenprozent Alkohol, deswegen hat er auch diese wärmende Wirkung, man spürt, wo er hinläuft. Wein ist ein Getränk, das macht zufrieden. Nach Weinfesten gibt es keine Schlägereien, da gibt es... Betrunkene gibt es dann schon mal, das passiert schon mal, aber meistens schlafen die irgendwann dann einfach ein. Es geht jetzt weiter mit einem Grauburgunder, den kennen Sie auch unter dem Namen Pinot Gris oder Pinot Grigio. Dieselbe Rebsorte stammt aus dem Burgund, eine französische Urrebsorte, ist verwandt mit dem Weißburgunder, mit dem Spätburgunder. Ein toller Wein zum dunklen Fleisch, zu kräftigem Käse, um ihn gekühlt abends zu trinken. Also denn, die Musik der Sporker Musikanten setzt ein, aber wir schaffen es trotzdem. Anke, auf geht's. Zum Wohl. Also der ist ein bisschen herber als der andere, ein bisschen anderer Geschmack, merke ich sofort. Also das merkt man, aber schmeckt auch sehr gut, sehr temperiert. Schmeckt sehr gut, absolut, keine Frage. Aber Ihnen als Nicht-Weintrinker würde ich empfehlen, so ab und zu mal ein Wasser dann dazwischen zu trinken. Ne? Zwischendurch ein Wasser zu trinken und dann geht es mit Wein weiter. Wenn man immer nur Bier trinkt, müsste man so abwechselnd. Also Sie sehen, eine Expertin, eine ehemalige Weinkönigin spricht zu uns. Wunderbar. Ja, dann kann ich nur noch sagen, schönen Dank an Gerd Pfaffmann, seit 20 Jahren hier vor Ort beim Bocholter Weinfest und an Anke Sturm, unsere Weinkönigin des letzten Jahres. Vielen Dank und zum Wohl auf ein schönes Fest. Dankeschön. Und jetzt ist bei uns der Bocholt und Tenor Winnie Winfried Biermann. Der hat schon während der WM in der WM-Arena mit der deutschen Nationalhymne a cappella und live für Furore gesorgt. Er wird jetzt gleich hier auf der Bühne das Lied von der Bocholter A singen. Und ich weiß, dass der Winnie auch absoluter Weintrinker ist. Winnie, was sind deine Lieblingssorten an Wein zu Hause, die auf den Tisch kommen? Ja, also ehrlich gesagt trinke ich so lieber den lieblichen Wein,
Und ja, als ehemaliger Biertrinker ist man da, neigt man, glaube ich, ein bisschen eher dazu, zu den lieblichen Sorten. Und ja, schmeckt mir sehr gut. Und ja, also was anderes kommt eigentlich bei mir nicht ins Glas, außer einen lieblichen Weißwein. Und jetzt gleich, bei der WM Arena waren 4.500 Zuschauerinnen und Zuschauer da. Hier sind es ein paar weniger. Aber was erwartest du gleich oder was machst du auch gleich hier auf der Bühne? Ja, also ich werde gleich das Lied von der Bocholter A singen, was wir neu vertont haben. Und ja, ich freue mich drauf, hier mit dieser Menge, die auch wirklich beachtlich ist, bei dem schönen, wunderschönen, sonnigen Wetter, wo keiner mit gerechnet hat. Ja, ich rechne damit, dass die Leute mitmachen, mitschunkeln und dass es ein fröhlicher Abend wird. Das glaube ich auch und ich denke, das ist das richtige Schlusswort für uns. Meine Damen und Herren, das war's. Der Bericht vom 20. Bocholter Weinfest hier auf Bocholt TV mit Ihrem Reporter Jörg Konsel. Und ich sage ganz ehrlich, werde morgen hier privat noch sein und werde mir das ein oder andere Weinchen gönnen. Dankeschön für Ihr Klicken, Dankeschön für Ihr Zuschauen. Bis bald hier auf Bocholt TV.